Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Es war das Spiel der Spiele für den UFC Lasko Lochen. Und zwar traf man im Viertelfinale des Transdanubia Landescups hier zu Hause auf den Askö Öd. Ja, man war natürlich der krasse Außenseiter, aber man weiß, der Cup hat immer eigene Gesetze und so wollte man Öd heute hier ärgern. Dann gehen wir gleich rein in dieses Spiel und die Mannschaft aus Öd übernahm aber von Beginn an hier das Kommando. Es dauerte dann bis zur 12. Spielminute, bis zur ersten dicken Möglichkeit. Hier kommt der Ball zu Abraham, aber Lettner grätscht hier noch dazwischen und lenkt den Ball über das Tor von Klinger. Ja, und die Lochner versuchten immer wieder mal natürlich Nadelstiche zu setzen und man kam dann und wann hier zu Halbchancen. In der 17. Minute dann aber dieser Ballverlust im Mittelfeld und dann kam hier Nenad Vidakovic und er trifft zum 0:1 für den Askö Öd nach 17 Spielminuten und diese Führung natürlich verdient. Wir können uns diesen Treffer nochmal ansehen durch die Beine von Manuel Klinger. Ja, 0:1, ja, und das läuft natürlich nach Plan hier für Öd. Und die Mannschaft aus Öd bleibt weiter am Drücker und kommt immer wieder zu Möglichkeiten. Und hier sehen wir Stefan Bischoff, den Trainer des UFC Lasko Lochen, und er sieht, wie gegen Ende der ersten Spielhälfte Öd immer stärker wird und zu immer mehr Abschlüsse. Hier war das Alexander Peter in der 42. Minute. Dann haben wir hier die 43. Spielminute. Wieder Alexander Peter und super gehalten von Klinger im Tor. Der Lochner, ja, dann 44. Spielminute. Jetzt wirklich Angriffe im Minutentakt und immer wieder ist es der Torhüter der Lochner, Manuel Klinger, an dem hier Endstation ist. Der darauffolgende Eckball, hier kommt dann der Ball wieder zu Nenad Vidakovic. Und der zieht ab und diesmal war auch Manuel Klinger chancenlos. Und ja, das war jetzt natürlich eine bittere Pille, die zu schlucken war, so kurz vor der Pause für die Lochner. Das 0:2, das man hier kassierte. Ja, für Öd natürlich super, hier kurz vor der Pause noch einen draufzusetzen. Also, da muss man sich jetzt auf Seiten der Lochner für die zweite Spielhälfte etwas einfallen lassen. Halbzeitstand also hier in Lochen 0:2. Siezersport TV, eure Stars hautnah. Also, dann gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang und der Askö Öd machte genau da weiter, wo man im ersten Durchgang aufgehört hatte. Man erspielte sich Chance um Chance. In der 56. Minute ist es dann Alexander Peter, der hier auf 0:3 stellt für den Askö Öd. Tolles Kopfballtor und diesen Treffer können wir uns natürlich nochmal ansehen. Super herausgespielt, keine Chance wiederum für Klinger. Ja, und nur 5 Minuten später ist es abermals Öd, die hier vor das Tor der Lochner kommen. Und hier ist es dann Ilmaz mit dem 0:4 für den Askö Öd. Und auch diesen Treffer können wir uns nochmal ansehen. Hier der Ball noch abgefälscht. Also 0:4 nach 61 Spielminuten. Ja, und es gab weitere Möglichkeiten. Hier wenig später dann ein Freistoß für Öd. Und dieser Ball landet an der Stange am Fuß von Klinger und nochmals an der Stange. Was für eine kuriose Szene hier. Hier sehen wir das nochmal. Stange, Stange und der Ball springt nicht ins Tor. Ja, Glück hier für Klinger. Aber wer dachte, die Lochner geben sich auf, der täuschte sich. Denn auch die Lochner kamen nochmal. Und hier ist es Christian Heinrich mit dem Schuss. Und er erzielt den Anschlusstreffer. 4:1 also hier. Und ja, die Freude war natürlich groß, dass man hier gegen den übermächtigen Gegner aus Öd einen Treffer erzielen konnte. Hier sehen wir, der Ball kommt zu Heinrich, super abgezogen.
und keine Chance für Torhüter Fischer Oliver. Ja, und die letzten Szenen, die gehörten dann aber wieder Öd. Und es war immer wieder dann der gut gelaunte Klinger im Tor der Lochner, der einen Ball nach dem anderen entschärfte. Hier nochmal ein Schuss und wieder ist es Klinger, der hier den rechten Arm ausfährt. Ja, letztendlich passierte dann hier nichts mehr. Dieses Spiel endete 1:4 für den ASK Öd und die Mannschaft aus Öd steigt somit ins Halbfinale auf und wir haben jetzt noch für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, also 4:1 für Öd endete dieses Spiel und wir haben jetzt Geier Thomas von Lochen bei uns. Thomas, heute war sowas wie das Spiel des Jahres für euch. Man hat die Tore wahrscheinlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gekriegt. Wie hat es am Platz für dich angefühlt und was ist dein Fazit von dem Spiel? Ja, es war wie erwartet ein schweres Spiel, aber das haben wir von Anfang an gewusst. Es war, wie schon gesagt, ähnlich wie gegen Monze. Die Erwartungen waren jetzt nicht hoch. Man rechnet sich immer wieder ein bisschen was aus am Platz. Wir haben gekämpft, wir haben gefeit. Ich glaube, dass sich jeder ins Spiel schauen kann nach dem Spiel und wirklich sagen kann, dass es alles gegeben hat. Die Tore, ja, gegen so einen Gegner mit so einer Qualität, brauchen wir sich nicht beschweren oder irgendjemand umlamentieren. Das war verdient. War schade, man hätte vielleicht das 0-0 gerne ein bisschen länger gehalten. Das Spiel einfach offener bleibt, weil den einen oder anderen Konter, glaube ich, kommen immer vorne. Für das haben wir die schnellen Spieler. Summe summarum war es okay. Man kann auch zufrieden sein aus vom Vereinsseite. Wie war denn so der Matchplan? Was hat man sich denn vorgenommen? Hat man sich vorgenommen, man hat ja von außen hat so ausgeschaut, wenig Zugriff gekriegt. War das so der Plan oder wollte man eigentlich schon eher draufgehen und die ein bisschen unter Druck setzen? Ja, schon. Der Plan war natürlich, muss man sagen, ein bisschen anders. Wir wollten Öd einfach so gut es geht fordern, auch ein bisschen draufgehen. Und vielleicht auch ein bisschen höher pressen, muss man ganz ehrlich sagen, aber wie schon gesagt, für das ist die Qualität von ASK Öd einfach viel zu hoch. Es sind einfach viel zu gute Einzelspieler, da passieren wenig Fehlpässe und da wird es natürlich schwierig. Wir haben halt das Spiel, da haben wir uns halt vermehrt darauf konzentriert, dass wir einfach hinten sicher stehen, die Defensive einfach stabilisieren und dann halt einfach die Konterchancen nutzen. Es sind, muss man sagen, dann auch wenig rausgekommen, aber wie gesagt, das passt, wir sind voll zufrieden. Ich glaube, wir haben im Cup schon die eine oder andere Schlagzeile geschrieben mit den Gegnern, was wir rausgehauen haben. Und jetzt mit Öd, sage ich mal, der Primus, was man eigentlich in dem Cup kriegen kann, überhaupt keine Chance nicht, dass dann so ausgegangen ist. Freut uns natürlich, dass wir dann sogar noch Tor geschossen haben, hat sich irgendwie dann schon einmal klasse angefühlt. Jetzt kann man den Cup abhaken, jetzt geht es in der Meisterschaft weiter. Was sind da die Ziele und was denken, was erwartet man sich da noch? Ja, das Ziel in der Meisterschaft ist ganz klar. Also wir sind jetzt am Tabellenplatz 2, haben 5 Mal Unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen, also noch keine Niederlage. Ich glaube, das ist überhaupt die erste Pflichtspielniederlage seit fast, glaube ich, 2 Jahren oder über 2 Jahren. Irgendwo in die Richtung. Das Ziel ganz klar Aufstieg. Es gibt da den Umweg über die Relegation. Also man weiß ja, die Konstellation Neuhofen, UFC Lochen, keiner schenkt den anderen was. Das direkte Duell haben wir für uns entscheiden können. Es sind noch genug Spiele, ich bin mir sicher, dass Neuhofen auch nicht alles gewinnt. Und wenn, dann haben sie es eh verdient, dass da vorne stehen. Und wir werden einfach von Spiel zu Spiel schauen. Die 3 Punkte holen, weil mehr gibt es pro Spiel und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Thomas, herzlichen Dank, dass du noch bei uns warst und alles Gute für die weitere Saison. Sehr gerne, ja. Dankeschön. Dankeschön. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, und jetzt haben wir noch Grasecker Martin vom ASK Öd bei uns. Martin, heute für Lochen war es eigentlich das Spiel des Jahres. Für euch wahrscheinlich unter Anführungszeichen ein normales Cupspiel, Viertelfinale. Ihr wart die klaren Favoriten. Wie hat es sich für dich am Platz angefühlt? Das war eigentlich ein souveräner Sieg, oder? Ja, ich glaube, es war irgendwie so wie erwartet von uns. Wir haben gewusst, der Lochen wird relativ tief stehen, die enge Räume machen, also die Räume eng machen. Und genauso war es. Und wir haben uns die ersten 20, 30 Minuten haben wir sich schwer getan. Also wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber wir haben eben den Knopf, sozusagen, der dann aufgeht, ja, den haben wir noch nicht gefunden und wir haben dann in der 25. glaube ich dann das erste Tor gemacht und dann glaube ich, ist auch viel von uns selber gegangen, aber wir haben gewusst, Lochen wird die verteidigen und ja, wir wissen jetzt trotzdem, dass sie eine gute Mannschaft sind und wir haben heute 100% gegeben, das haben wir müssen und ich glaube, zweite Halbzeit dann haben wir weitergemacht und wir wollten nicht mehr Tore schießen, haben leider dann einen Anschlusstreff, also dann das 1:4 dann bekommen, das wollten wir eigentlich nicht, aber
ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir zufrieden und wir haben eine gute Leistung geboten. Glaubst du einfach, dass man die Tore auch zu einem komplett richtigen Zeitpunkt gemacht hat, 25. und dann nochmal ganz kurz vor der Pause und gleich wieder nach der Pause, war das sehr wichtig? Ja, ich glaube, das 2:0 kurz vor der Halbzeit, das ist, glaube ich, für jeden Gegner schwierig. Das war für uns, hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt und wir haben natürlich auch dann in der zweiten Halbzeit befreit aufspielen können. Aber im Großen und Ganzen natürlich haben wir es zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Tore gemacht und ja, verdient dann auch gewonnen. Jetzt steht man im Halbfinale. Was denkst du, ist im Cup jetzt noch drinnen für euch? Ja, also ist ganz klar, wir schauen jetzt, wen wir dann als nächstes als Gegner haben und auf den werden wir sie dann gut vorbereiten und wir schauen von Spiel zu Spiel und natürlich wollen wir den Cup so lange wie möglich natürlich und auch ins Finale kommen, das ist ganz klar. Aber wir schauen jetzt auf das nächste Spiel, jetzt haben wir die Meisterschaft und dann können wir uns auch wieder auf den Cup konzentrieren. Martin, wir sagen herzlichen Dank, dass du nur bei uns warst und wir wünschen euch natürlich alles Gute für die Meisterschaft und für den Cup. Ja, Dankeschön. Ebenfalls. Und wir von Sitzersport TV verabschieden uns jetzt hier aus Lochen, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Big checks.